Hallo, ich bin hier auf den Drechseltagen der Firma Schulte und ich werde euch jetzt etwas über meine Drechsler Spezialbürsten erzählen. Es sind drei verschiedene Bürsten. Wir haben hier einmal eine sehr harte Naturbürste, dann eine sehr weiche Naturfaserbürste und eine weiche Naturfaserbürste mit sehr feinen Messinglitzen. Die vielseitigste dieser Bürsten ist sicher die mit dem Messingbesatz. Sie ist ideal, um zwischen den einzelnen Schleifschritten die Schleifkörner auszubürsten und den Schleifstaub zu entfernen. Man kann somit sehr schneller durch die einzelnen Körnungen wechseln. Des Weiteren ist es so, dass man bei offenporigen Hölzern wie zum Beispiel Eiche, Esche, Robinie, Ulme durch die feinen Messingborsten sehr schön die Struktur betonen kann. Das heißt, weiche Holzbestandteile werden etwas ausgebürstet und dadurch erscheint die Maserung intensiver. Man hat ebenso den Vorteil, dass gerade bei zweifarbigen Hölzern wie Esche zum Beispiel man ja nach dem Schleifen den dunklen Schleifstaub im hellen Holz und den hellen Schleifstaub im dunklen Holz hat. Und beim Ölen entsteht dann so ein farblicher Einheitsbrei. Durch das Ausbürsten wird eben dieser Schleifstaub entfernt, wodurch man eine sehr schöne Abgrenzung zwischen den hellen und dunklen Holzbereichen hat. Des Weiteren kann man nach dem Ölen oder nach dem Aushärten des Öls durch die Messingbürste einen sehr feinen Glanz erzeugen. Und was mehr oder weniger einzigartig ist bei dieser Bürste, sind die sehr feinen Borsten. Das bedeutet, selbst sehr dichtes Holz, das man bis sehr hohen Körnungen schleift, zum Beispiel Birnenholz, welches man bis 1500 schleifen kann, sinnvoll, weist keine Kratzer auf, nachdem man mit dieser feinen Messingbürste über die Holzoberfläche gegangen ist. Die weiche Naturborstenbürste eignet sich perfekt, um ebenfalls Schleifstaub zwischen den Schleifvorgängen zu entfernen. Sie ist aber genauso gut geeignet, um Oberflächen aufzupolieren und um Wachs in Holzoberflächen einzuarbeiten. Als letzte Bürste haben wir die harte Naturfaser, die vielleicht am wenigsten universell einsetzbar ist. In der Regel wird sie verwendet, um nach dem Strukturieren und vor allem nach dem Brennen, also wenn man Holz mit Feuer brennt, die weichen Kohlebestandteile auszubürsten und somit die Struktur zu vertiefen. Und zu Hause verwende ich diese Bürste sehr gerne, um vor den Hobeln von Balken einmal über die Oberfläche zu gehen, um anhaftenden Schmutz und Steinchen oder andere Verunreinigungen zu entfernen und somit die Lebensdauer der Hohlmesser wesentlich zu verlängern. Zum Abschluss noch einige Informationen über die Herstellung der Bürsten. Die Bürsten werden in einer Berliner Bürstenmanufaktur von Hand gezogen, sind also an sich selbst schon ein Stück wunderbare Handarbeit und Geschichte, denn Bürstenmacherei gehört ja zu den sehr alten Handwerken und es ist doch relativ schwierig, noch qualitativ hochwertige, von Hand gemachte Bürsten zu bekommen.